Nun, willkommen bei Tag 19. Wir haben gestern ja ein bisschen sinnloses Rumgereite gemacht. Was ein bisschen schade ist. Hier können wir wahrscheinlich noch keine... Oh, können wir wieder? Ne. Niemand will, niemand will. Haben wir eigentlich... Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe keine Vorräte mehr. So, ich habe auch nicht mehr wirklich viel Geld, ne? Das muss jetzt irgendwie mal irgendwie anders werden. War ich nicht in... Sag mal, ich war doch in Suno gewesen, oder nicht? Ach, ich Idiot! Ich bin in die Schenke gegangen, hab Kleti und Emira gefunden und bin dann weitergeritten, anstatt den Gildenmeister nach einem Auftrag zu fragen. Oh, das hätte mir mal einer sagen können. Ach, ist ja herrlich. Ja, diese Waldbanditen sind uns... Wir sind aber auch langsam, das ist unglaublich. Wir müssen da, glaube ich, noch mal ein bisschen Punkte reinsetzen, dass wir hier schneller sind. So, Spaziergang durch die Straßen. Und... Das wird wohl nichts. Ja, 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 so. Gildenmeister, hallo. Guten Tag, Gonzo. Was kann ich für euch tun? Habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Ihr sucht nach einem Auftrag. In der Tat suche ich jemanden zum Schutz einer Karawane. Vielleicht könntet ihr das für mich erledigen. Ich werde eine Karawane mit Waren nach Velucha entsenden. Angesichts all dieser Banditen und Deserteure auf den Straßen möchte ich sie allerdings nicht schutzlos reisen lassen. Wenn ihr diese Karawane in 15 Tagen nach Velucha eskortieren könnt, werdet ihr euch 107 Dinare verdienen. Natürlich muss euer Trupp mindestens aus 7 Mann bestehen, um ihnen Schutz bieten zu können. In Ordnung, ich werde die Karawane eskortieren. Ausgezeichnet, dann zähle ich auf euch. Viel Glück. So, wir wollen weiterziehen. Ich habe so das große... Ah, erstmal die Händlerkarawane ansprechen. Seid gegrüßt, ihr seid unsere Eskorte, richtig? Jawohl, mein Name lautet Gonzo, ich werde euch nach Velucha geleiten. Wohlan, es ist gut zu wissen, dass wir nicht alleine reisen werden. Wie lauten eure Anweisungen für uns? Folgt mir, ich werde euch entlang einer sicheren Route führen. So, in Ordnung, wir sind direkt hinter euch. Wir werden nämlich jetzt das machen, weil das hier jetzt sowieso alles hoffentlich mehr oder weniger sicher ist. Dahin klicken und... Fuck, die sind... Wir sind schneller als wir. Haha, siehste, man muss sich nicht auf die warten. Und vielleicht greifen uns ja welche an. Das wäre natürlich sehr nice. Könnte ich ein paar Köpfe einschlagen. Das kann ich jetzt gut vertragen. Oder beziehungsweise ich lasse meine Männerköpfe einschlagen, weil ich ja immer dabei sterben tue. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Das ist echt nicht viel Geld, aber was soll man machen? Ich habe nicht das leiseste, also die... Es ist schon wieder Abend? Och, Mann. Was ich sagen wollte, ich glaube, unsere Truppe ist zu groß. Ich glaube, ich hätte am Anfang wirklich erst eine kleinere Truppe machen sollen. Und dass ich die dann ausbaue. So, dass die erstmal hochleveln, dass ich da starke Leute habe. Das wäre... vielleicht eine Möglichkeit gewesen, das besser zu machen. Allerdings hätte ich aber auch dann niemals mich als Söldner, als Soldat einschreiben sollen für diese mindestens 3 Monate in Swadien. Ach, das habe ich jetzt dann öfter gesagt, dass das ein Fehler war, aber nun gut. Kann man jetzt nicht mehr ändern, ist jetzt so. Muss man jetzt mit leben, ne? Man kann halt nicht beenden, ohne zu speichern. Das wollten wir so, das machen wir so. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.